Willkommen zurück. Wir sind in der Auslegung des Römerbriefes. Wir kommen zu Kapitel 7. Wir tasten uns langsam vorwärts. Kapitel 7, 1, da sagt Paulus, wisst ihr nicht. Ja, das fällt doch auf, das kommt immer wieder. Paulus setzt voraus, dass man es weiß, respektive er erklärt es eben, dass man es weiß. Ein gutes Glaubensfundament zu haben, bedeutet eben auch, Dinge zu wissen. Wir sehen das ein bisschen in der Corona-Krise, wie Leute dann sagen, oh, wenn ich eh nicht in der Gemeinde bin, dann kann ich das gerade sein lassen. Da gibt es ja ganze Statistiken dafür. Man befürchtet ein bisschen, wenn dann die Gemeinde wieder zusammenkommt, dass dann weniger Leute da sind. Nun, das können wir zum heutigen Zeitpunkt so noch nicht fix sagen, aber das hängt wohl damit zusammen. Wenn man sehr stark nur auf die Praxis ausgerichtet ist, immer kleine Häppchen gibt, dass es evangelistisch ist, dann werden die Leute eben im Glauben nicht wirklich in der Erkenntnis gefördert und dann kann das eben die Folge sein, dass wenn dann so eine Krise kommt wie Corona, dass man dann gleich den Glauben fahren lässt. Wisst ihr nicht, Brüder und Schwestern? Ja, da steht Adelphos auf Griechisch. Im Griechischen gibt es ja den Begriff für Geschwister in dem Sinne nicht. Und darum nimmt man einfach die männliche Form. Aber es ist eben beides gemeint. Also Brüder und Schwestern, nicht, dass sich da die Schwestern ausgeschlossen fühlen. Denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen. Also er spricht da zu den Juden. Die kennen das schon von Geburt an. Dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt. Ja gut, das ist jetzt keine neue Erkenntnis für einen Juden, aber er füllt das Ganze noch ein bisschen aus, dass die Sachlage klar ist. Also, das Gesetz hat Einfluss auf einen Menschen, solange er lebt. Wenn er jetzt aber gestorben ist, ja, dann ist der Mensch nicht mehr da, dann hat das Gesetz die Kraft auf den Menschen natürlich verloren. Vers 2. Denn, als Beispiel, eine Ehefrau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Im 1. Korinther 7, Vers 39 nimmt Paulus genau dieselbe Aussage auf und sagt, dann ist sie sogar frei, wieder zu heiraten. Also die Sachlage ist klar, weil der Mann gestorben ist, ist die Kraft des Gesetzes nicht mehr da, darum ist sie frei, sie darf. Vers 3. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie bei einem anderen Mann ist. Also, soweit eigentlich eine klare Situation. Man darf also nicht scheiden und mit einem anderen zusammen sein, auch nicht ein Seitensprung oder so, das ist da nicht erlaubt. Nun, das ist eine Thematik, die greift natürlich in ein ganz großes ethisches Gebiet hinein, nämlich der Frage der Scheidung und der Wiederverheiratung. Ich habe dazu ein eigenes Video in der Playlist der Ethik. Ich fasse das nur ganz knapp zusammen. Wir haben hier die Bibelstelle aus Römer 7, wo eben die Sachlage klar ist, wenn man verheiratet ist, dann ist Sexualität nur auf diese Beziehung gegeben und somit ist eben Scheidung und schon gar Wiederverheiratung nicht möglich, außer der Partner ist eben gestorben. Die Bibel gibt also da eine klare Norm, nicht zu scheiden. Keine Wiederverheiratung, das wäre eigentlich als Sachlage klar. Der Grund ist, Epheser 5, 32, dass die Gemeinde ein Abbild ist, also die Ehe ein Abbild zur Gemeinde in der Beziehung zu Jesus. Wir werden ja eines Tages heiraten und darum soll die Ehe aufeinander ausgerichtet sein und da nicht irgendwo noch eine andere Person, wie Paulus das da erwähnt. So, was die Scheidung betrifft, es gibt aber in der Bibel gewisse Ausnahmen, zum Beispiel bei Unzucht oder wenn der Ungläubige gehen will. Selbst Mose hat die Frage schon aufgegriffen, wenn schon scheiden, ja, dann wenigstens mit Scheidebrief. Das ist also nicht ein Gutheißen der Norm, also die Norm zu brechen, aber es gibt offenbar Ausnahmen, auch die Massenscheidung bei Esra. Ja, welche Situation könnte das betreffen? Oder manchmal gehen Ehen eben doch in Brüche, die sind zerrüttet, obwohl man sie versucht zu heilen, geht es dann doch nicht. Was machen wir jetzt in der Situation? Man reagiert auf zwei Seiten. Pietistisch würde man sagen, nein, Punkt, die Norm ist gegeben.
reformatorisch würde man sagen, nein, wir müssen alle Bibelstellen berücksichtigen, da gibt es auch Ausnahmen. Wozu ist das Gesetz gegeben? Es ist letztlich zum Leben gegeben. Also wenn das Gebot wegen einem Scheitern dann gerade das Gegenteil bewirkt, kann es das nicht meinen, wie Matthäus 12 das eben aufnimmt. Und dann kommt eben die Frage als Notverordnung, könnte eine Scheidung möglich sein, wenn ein Teil sündigt, aber er nicht zur Erhaltung der Ehe beiträgt? Oder wäre dann der unschuldige Teil frei? Oder dann auch die Frage, was ist, wenn der eine Teil Sünden begeht, die im Alten Testament mit dem Tode bestraft worden wären? Wäre das allenfalls ein Grund zum Scheiden? Oder auch, wenn jemand ständig in der Unzucht lebt, statt mit dem Partner zusammen, ist dann eine Scheidung nicht das kleinere Übel? Das sind so die Diskussionen, die man da eben führt. Jetzt Paulus geht da in Römer 7, 1 bis 3 an sich nicht auf die Ehe ein. Er nimmt das lediglich als Beispiel und sagt, man ist dem Gesetz unterstellt, solange man lebt, aber wenn man stirbt, dann ist es nicht mehr so. So, und jetzt kommen wir zu Vers 4, wo Paulus jetzt eben eine Verbindung zum Geistlichen macht. Also auch ihr, meine Brüder und Schwestern, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi. Ja, was ist also die Meinung? Wenn ein Mensch sich bekehrt, ist er ja in Christus drinnen, wie wir letztes Mal gesehen haben, also am Anfang Kapitel 6. Und wenn man in Christus ist, wird der Tod Christi einem selber angerechnet. Das heißt, jemand, der wiedergeboren ist, ist dem Gesetz gegenüber gestorben. Es ist dann eben so, wie das Gesetz da ist, aber der Ehemann ist gestorben, dann ist die Ehefrau eben wieder frei. Und das sagt er jetzt geistlich, wenn ein Mensch versetzt ist ins Reich von Jesus, dann lebt man nicht mehr im alten Leben, man ist dem Gesetz gegenüber gestorben. Das heißt, dieser Druck, der äußere Druck der Gesetzlichkeit, der ist nicht mehr da. Wir sind also frei von dieser Gesetzlichkeit. Oder um es ein bisschen mit einem anderen Bild auszudrücken, oder wenn man von einem Gesetz frei werden will, kann man entweder das Gesetz auflösen oder man macht anstelle dessen ein anderes Gebot, oder dann hätte das Gesetz keinen Einfluss mehr, oder aber man stirbt. Und genau das nimmt Paulus da auf. Ein Mensch, der in Christus ist, der bekehrt ist, ist geistlich gestorben und darum hat das Gesetz in seiner Gesetzlichkeit keine Wirkungskraft mehr. Wir sind frei von dieser Gesetzlichkeit. Jetzt könnte man natürlich sagen, ach, wie gut, das ist ja eine herrliche Botschaft. Ich bin dem Gesetz gegenüber nicht mehr verantwortlich. Ich bin jetzt ja Christ. Ich kann jetzt tun und machen, was ich möchte. Ja, da kommt Paulus in Vers 4 im zweiten Teil und sagt gleich, nein. So dass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, also Jesus, damit wir Gott Frucht bringen. Frei sein vom Gesetz bedeutet nicht, ich kann jetzt tun und machen, was ich möchte, sondern jetzt wohnt ja Christus in meinem Herzen. Und was produziert dieser Geist Gottes in mir drinnen? Ja, der erfüllt eben gerade die Gesetze. Wir sind also frei von einer äußerlichen Gesetzlichkeit, ja, bedeutet aber nicht, dass man in der Umsetzung die Gebote nicht halten soll, aber eben jetzt anders. Nicht mehr aus Druck von außen, sondern weil Christus in unseren Herzen drinnen ist. Paulus erläutert das dann im Kapitel 8 genau. Es geht also nicht darum, dass der Mensch jetzt ein eigenes Gesetz produzieren kann, sondern wir sind jetzt dem Gesetz Christi unterstellt, sodass eben die Frucht des Heiligen Geistes wächst. Und das, was der Heilige Geist tut in unseren Herzen, das widerspricht sich natürlich mit der Bibel, mit dem Gesetz nicht. Darum in uns drinnen beginnt das Gesetz zu wachsen. Wir haben heute also eine andere Qualität. Früher hätten wir aus dem Fleisch heraus das Gesetz halten müssen, das geht komplett nicht, war ja auch nicht die Absicht, denn das Gesetz ist ja gegeben, damit wir eben gerade die Sündhaftigkeit erkennen. Jetzt, wenn wir in Christus sind, haben wir ein anderes Werkzeug erhalten. Das Gesetz ist in uns und jetzt verändert es uns. Das macht den Unterschied. Das Gesetz konnte mein Wesen nicht verändern. Christus in mir hingegen schon. Der verändert mein Wesen so, dass ich jetzt eben in seiner Kraft lernen kann, immer mehr die Gebote zu halten. Das ist eben Heiligung. Vers 5. Jetzt kommt eine Erklärung, denn
als wir im Fleisch waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz geweckt wurden, kräftig in unseren Gliedern, so dass wir dem Tode Frucht brachten. Ja, vorhin hat er gerade von der geistlichen Frucht geredet. Was tut der Heilige Geist in uns drinnen? Und als Kontrast zum Leben nach der Bekehrung nimmt er das Bild, ja, wie war es dann vor der Bekehrung? Ja, da waren wir eben im Fleisch. Und jetzt war da die Forderung des Gesetzes. Ja, wenn es das Gesetz nicht gäbe, wüsste ich nicht, dass ich sündig bin, dann würde mich die Sünde auch nicht stören. Jetzt hingegen vor der Bekehrung, da hatte ich diese Möglichkeit gar nicht im Gesetz drinnen zu sein. Das Gesetz war da, das war kräftig in den Gliedern. Ich produzierte eben für die falsche Seite Frucht. Also wir haben heute durch die Bekehrung die Möglichkeit, eben für Gott Frucht zu wirken. Das konnte das Gesetz nicht. Vers 6. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden, also von dieser alttestamentlichen Gesetzlichkeit. Wir sind frei von diesem Gesetz und dem gestorben, was uns gefangen hielt. Oder man konnte als Mensch die Gebote nicht halten, man konnte nicht ausbrechen, das Gesetz konnte das Wesen des Menschen nicht verändern. Jetzt sind wir dem Gesetz gegenüber aber gestorben, jetzt wohnt Christus in uns und wir dürfen frei werden. Wir können uns entfalten, die Frucht des Geistes kommt, so dass die Gebote eben mehr und mehr gehalten werden können. Also, frei geworden vom Gesetz, es hielt uns gefangen, im Gegensatz zu jetzt, jetzt sind wir in die Freiheit gekommen. Und was ist jetzt die Folge davon? So dass wir dienen im neuen Wesen oder in Neuheit des Geistes und nicht im alten Wegen des Buchstabens. Also wir dienen auf eine ganz andere Art und Weise. Früher, vor der Bekehrung, konnte man nur durch äußeres Arbeiten einigermaßen dem Gesetz entlang gehen. Das wollten ja die Juden, die Heiden hatten das Gesetz ja sowieso nicht. Jetzt hingegen, durch den Geist, können wir Gott von innen her dienen. Wir dienen aber nicht aus eigener Kraft, sondern das, was der Heilige Geist in uns produziert, das ist jetzt unser Dienst. Also etwas ganz, ganz Neues, was da kommt. Neuheit, Altheit, das wird miteinander verglichen. Vers 7. Ja, wie war das jetzt unter dem Gesetz? Wie war das mit dem Fleisch? Was sollen wir hierzu sagen? Ist das Gesetz Sünde? Ja, könnte man natürlich daraus schließen, denn das Gesetz hat mich ja nur in die Verzweiflung gebracht. Das Gesetz konnte ja mein Wesen nicht verändern. Dann müssten wir doch eigentlich sagen, das Gesetz ist schlecht. Ja, es führt sogar zur Sünde. Es produziert ja die Sünde in mir. Wenn das Gesetz nicht da wäre, dann würde die Sünde nicht produziert, denn dann wüsste ich es nicht, dann müsste ich auch nicht dagegen kämpfen. Ja, wäre es nicht besser ohne Gesetz? Paulus sagt, das sei ferne. Ja, also, was ist denn der Grund, warum Gott das Gesetz gegeben hat? Vers 7b, aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Das braucht ja irgendwo mal die Erkenntnis, ah, das ist Sünde. Denn nur wenn ich weiß, das ist Sünde, nur dann realisiere ich, ich kann die Sünde selber nicht überwinden, ich brauche Christus. Und gerade das ist eben der Inhalt, der Sinn des Gesetzes. Wir haben es im Kapitel 3, Vers 20 und im Kapitel 5, Vers 20 schon gesehen. Das Gesetz ist eben gekommen, damit ich erkenne, ich schaffe es nicht, ich brauche Christus. Römer 10, Vers 4, das Endziel des Gesetzes ist Christus. Oder Galater 3, 27, das Gesetz ist der Zuchtmeister auf Christus hin. Also das Gesetz hat voll eine Bedeutung, ist eben sehr, sehr nützlich. Das Gesetz ist nicht gegen den Menschen, sondern das Gesetz deckt eben gerade unsere Sündhaftigkeit auf, damit wir eben bei Christus Gnade finden. Also das Gesetz ist etwas Gutes. Paulus sagt ja, aber die Sünde erkannte ich nicht. Das heißt, der Mensch denkt von sich, ja, ich bin einigermaßen okay, ich bin doch Kind Gottes jetzt da, so auf dem Schoß Gottes, da ist doch alles gut. Nein, nein, nein. Gott ist heilig, wir sind Sünder, wir sind durch und durch total verderbt. Es geht nicht nur um einzelne Sünden, die man getan hat, sondern es geht darum, dass mein ganzes Wesen übersündig ist und das erkenne ich nur durchs Gesetz. Es geht also nicht nur darum, dass wir das Böse nicht tun sollen,
sondern es geht darum, dass eben das Gute produziert wird. Und jetzt merken wir, das Gesetz treibt uns nicht nur in das Böse, sondern das Gesetz hindert uns auch, dass wir das Gute tun. Also wir merken, das Gesetz hat überhaupt keine Schlagkraft von dem, was wir eigentlich benötigen. Paulus begründet noch, Vers 7b, denn ich wüsste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, jetzt kommt 2. Mose 20, 17, du sollst nicht begehren. Das Gesetz ist also gut, es deckt auf, es ist uns ein Spiegel, damit wir erkennen, nein, also es geht tatsächlich total nicht, wir brauchen Gott, wir brauchen die Vergebung durch Jesus Christus. Vers 8, die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden jeder Art. Das Problem liegt also nicht am Gesetz, sondern das Problem liegt an meiner Sünde. Die Sünde war da und weil das Gebot jetzt auch da ist, schaukeln sich die beide so quasi hoch. So, jetzt kommen diese Begierden. Das Problem liegt aber nicht am Gesetz, sondern weil die Sünde eben da ist. Deswegen wird durchs Gesetz die Sünde lebendig. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Die Sünde war schon da, auch bevor Mose da war. Wir haben das im Kapitel 5 schon gesehen. Aber wenn das Gesetz noch nicht gegeben ist, dann ist die Sünde zwar da, aber nicht aufgedeckt. Ja, dann kitzelt sie uns eben auch nicht. Das heißt also auch als Gläubige, je besser man die Bibel kennt, umso mehr merkt man, oh, obla, das ist auch Sünde, umso schwieriger wird es. Der Neubekehrte, der weiß ja noch kaum etwas, wenn er nicht christlich aufgewachsen ist, den stört das dann auch weniger. So, also, das Gebot traf eben auf Fleisch und deswegen erregt es in mir diese Gelüste. Vers 9, jetzt wird Paulus persönlich. Er sagt, ich lebte einst ohne Gesetz. Ja, von welcher Zeit spricht da Paulus wohl? Ja, er spricht sicher nicht von der Zeit vor Mose. Da lebte Paulus ja gar noch nicht. Punkt ist aber, Paulus ist ja als Jude aufgewachsen. Das heißt, das Gesetz war ja immer schon da. Von welcher Zeit spricht er also, wenn er sagt, einst lebte ich ohne Gesetz? Das Gesetz war ja sowieso immer da. Und dann fährt er sogar weiter. Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ja, offenbar spricht er also von der Bekehrung. Das heißt, vor seiner Bekehrung war das Gesetz äußerlich als Jude zwar da. Er versuchte als Jude das Gesetz zu halten, dachte sogar, ich hätte es gehalten. Jetzt aber, nach der Bekehrung, wird für ihn das Gesetz erst richtig lebendig. Denn jetzt ist der Heilige Geist da, der immer wieder überführt. Der Heilige Geist ist der, gemäß Johannes 16,9, der eben die Sünde aufdeckt. Jetzt bekommt das Gesetz für ihn eine ganz andere Bedeutung. Es ist nicht mehr äußerlich gegeben, wo er sagt, ich als Pharisäer habe es ja gehalten. Ich habe das Gesetz ja sogar strenger eingehalten, als Gott es fordert, sondern jetzt merkt er, nein, ich bin ja von meinem ganzen Wesen her durch und durch sündig. Also jetzt durch die Bekehrung, durch den Heiligen Geist, wird das Gesetz auf eine ganz andere Art und Weise lebendig. Und was ist jetzt die Folge davon? Jetzt lebt er zwar als Christ, aber der Heilige Geist beginnt immer mehr ihm aufzudecken, wie durch und durch sündig er eigentlich ist. Ja, als Neubekehrt ist es fast einfacher, denn da kennt man ja die Gebote noch nicht, zumindest wenn man nicht christlich aufgewachsen ist, aber selbst dann. Und erst mit der Zeit, je mehr man Gott kennenlernt, merkt man, hoppla, das und das und das ist alles auch Sünde, ja, dann ist gerade nicht die Lebensfülle da. Erst wenn man dann so in Christus ist, dass man gelernt hat, Sünde zu überwinden, ja, dann leuchtet es wieder ein. Aber in dieser Übergangsphase, das ist ganz schwierig, denn da lebt man zwar im Geiste Gottes, aber man kennt immer mehr, hoppla, das ist Sünde, hat aber doch noch nicht diese Fülle in Gott, dass man die Sünde überwinden könnte. Paulus drückt es so aus, ich aber starb. Und da ist natürlich nicht sein körperlicher Tod gemeint, auch nicht der ewige Tod, das wäre ja dann erst nach dem Gericht für die, die nicht glauben, sondern das Sterben bezieht sich da, dass er keine Lebensfülle im Geist hat. Das heißt, dadurch, dass das Gesetz durch den Heiligen Geist lebendig wird, erkennt er, wie häufig er eigentlich den Heiligen Geist gerade am Dämpfen ist. Epheser 4, Vers 30 spricht davon, dass man den Geist eben nicht auslöschen, nicht dämpfen soll. Und da merkt er,
das Gesetz, das jetzt durch die Bekehrung, durch den Heiligen Geist lebendig wird, das dämpft gerade diese Fülle des Geistes. Vers 10b, und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben ist. Oder das Gebot ist gegeben zur Lebensfülle. Das Gebot ist immer gegeben für den Menschen, dass der Mensch aufleben kann, dass der Mensch geschützt ist. Jedes Gebot ist immer für den Menschen gegeben. Dort, wo der Mensch aber sündigt und gefallen ist und gescheitert ist am Gebot, da wirkt das Gesetz natürlich entsprechend gegen einen. Denn jetzt bin ich schuldig und jetzt muss ich das irgendwie ja wieder in Ordnung bringen. Wie geht denn das? Also das Leben hat eigentlich eine ganz positive Lebensfülle. 3. Mose 18, Vers 5 unterstreicht das. Das kommt von daher. Aber weil der Heilige Geist jetzt eben die ganze Zeit durch das Gesetz aufdeckt, dass er es eben nicht fühlen kann oder erfühlen kann, deswegen lebt er nicht in dieser geistlichen Fülle. Darum, er starb, also in dem Sinne, dass diese Fülle nicht da ist. Vers 11. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Ja, was ist also der Kritikpunkt? Das Problem liegt nicht am Gebot. Nicht das Gebot ist nicht gut, sondern die Sünde. Die Sünde nahm das Gebot zum Anlass, weil die Sünde da ist und der Heilige Geist das aufgrund des Gesetzes aufdeckt, deswegen wird er eben gedämpft. Oder es tötete mich durch das Gebot. Das Gebot scheint also gegen ihn zu sein. Dass das Gebot jetzt das Werkzeug des Heiligen Geistes ist, ihm die ganze Zeit aufzudecken, sündig, sündig, ja, dann hat er erst recht kein Leben mehr. So, jetzt was sagt aber Paulus, Vers 12. So ist also das Gesetz heilig und das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Ja, jetzt sagt er eigentlich genau das Gegenteil. Das heißt, gefühlsmäßig würde er sagen, der Heilige Geist gebraucht das Gesetz, um ihm ständig zu sagen, sündig, sündig, er hat die Lebensfülle nicht. Jetzt sagt Paulus aber doch, das Gesetz ist gut. Warum ist das Gesetz eben trotzdem gut? Weil das Gesetz aufzeigt, es braucht Christus. Bei jeder Sünde, die ich als gläubige Person mache, ist es ein Ruf Gottes, komm näher zu Christus. Das Gesetz zeigt eben gerade die Sündhaftigkeit auf, aber nicht um mich emotional kaputt machen, wie das Paulus emotional auch erlebt, sondern dass der Mensch erkennt, hey, ich bin durch und durch sündig. Ich mache nicht nur einige Sünden, wie der Pharisäer sogar gedacht hat, ich habe fast keine Sünden, sondern der Mensch erkennt durchs Gesetz, ich bin durch und durch sündig, ich brauche die Vergebung von Christus. Und damit hat das Gesetz eben diese Zielsetzung. Römer 10, Vers 4 sagt dann, das Endziel des Gesetzes ist Christus. Oder Galater 3, 27, das Gesetz ist der Zuchtmeister auf Christus hin. Und deswegen ist das Gesetz eben gut. Es hilft mir, mich selber zu verstehen. Es hilft mir zu sehen, ich bin sündig. Hör auf, selber gegen die Sünde zu kämpfen. Es geht nur, indem ich näher bei Gott bin. Das Gesetz zieht mich also näher zu Christus. Jede Sünde, jedes Aufdecken des Heiligen Geistes dient mir dazu, dass ich tiefer erkenne, ich brauche mehr von Christus. Ich brauche mehr diese Fülle. Und darum kann er eben sagen, das Gesetz ist gut. Ja, es ist gut. Solange ich es gesetzlich lese, ja, dann drückt es mich runter. Sobald ich es aber lese als ein Hinweis, dass ich Christus brauche und dort die Vergebung annehmen kann, dann dient es mir eben zum Leben, denn nur durch die Vergebung beginnt das Leben wirklich zu leben. Vers 13, ist dann, was doch gut ist, also das Gesetz, mir zum Tode geworden. Also Tode im Sinn eben, dass diese Lebensfülle nicht da ist. Ja, das klingt ja irgendwie als Widerspruch. Ja, Paulus sagt, das sei ferne, sondern die Sünde. Ha, nicht das Gesetz ist schlecht, sondern die Sünde in mir, das ist schlecht. Und dieses Problem muss behoben werden. Es geht also nicht darum, dass wir möglichst die Sünde irgendwie versuchen, das Gebot auf die Seite zu schieben, sondern dass meine Sünde zu Christus kommen soll. Das ist der Punkt. Sondern die Sünde, auf dass sie als Sünde sichtbar werde. Ah, das Gesetz ist also nicht gegen mich, auch wenn ich gefallen bin, sondern auch wenn ich gefallen bin, dient mir das Gesetz, nämlich dass ich erkenne, es ist Sünde und eben zu Christus komme.
Das Gesetz ist also gut zum Leben, aber auch als Gefallener dient das Gesetz mir, indem ich zu Christus kommen kann. Also, sondern die Sünde, auf dass sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute, das Gesetz also, den Tod gebracht, auf dass die Sünde über alle Maßen sündig werde durchs Gebot. Ah, das ist der Fokus des Gesetzes. Wir haben es schon in Römer 3, Vers 20 gelesen, in Römer 5, Vers 20, in Römer 7, 7 und jetzt 13. Das Gesetz ist da, dass wir erkennen, wir sind durch und durch sündig. Galater 3, 11, Galater 3, 19. Das ist unter dem Strich das Aufdecken, deswegen ist das Gesetz gut, aber nicht, dass der Mensch nur erkennt, ich bin sündig, sondern dass er jetzt eben zu Christus geht und Vergebung erhält. Und darum ist das Gesetz eben gut. Nun, ab Vers 14 bringt er dann jetzt seine persönliche Situation als Mensch, der an Gott glaubt. Wir werden das dann sehen. Bis dann gleich wieder.